Ingeborg Bachmann Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden Der Schriftsteller, und das ist in seiner Natur, wünscht sich Gehör zu verschaffen, und doch erscheint es ihm eines Tages wunderbar, wenn er fühlt, dass er zu wirken vermag, Umso mehr, wenn er wenig Tröstliches sagen kann vor Menschen, die des Trostes bedürftig sind, wie nur Menschen es sein können, verletzt, verwundet und voll von dem großen geheimen Schmerz, mit dem der Mensch vor allen anderen Geschöpfen ausgezeichnet ist. Es ist eine schreckliche und unbegreifliche Auszeichnung. Wenn das so ist, dass wir sie tragen und mit ihr leben müssen, wie soll dann der Trost aussehen und was soll er uns überhaupt, dann ist es doch, meine ich, unangemessen, ihn durch Worte herstellen zu wollen, er wäre ja, wie immer er aussähe, zu klein, zu billig, zu vorläufig. So kann es auch nicht die Aufgabe des Schriftstellers sein, den Schmerz zu leugnen, seine Spuren zu verwischen, über ihn hinwegzutäuschen. Er muss ihn im Gegenteil wahrhaben und noch einmal, damit wir sehen können, wahr machen. Denn wir wollen alle sehend werden und jene geheime Schmerz macht uns erst für die Erfahrung empfänglich und insbesondere für die der Wahrheit. Wir sagen sehr einfach und richtig, wenn wir in diesen Zustand kommen, den hellen Wehen, in dem der Schmerz furchtbar wird, mir sind die Augen aufgegangen. Wir sagen das nicht, weil wir eine Sache oder einen Vorfall äußerlich wahrgenommen haben, sondern weil wir begreifen, was wir doch nicht sehen können. Und das sollte die Kunst zu Wege bringen, dass uns in diesem Sinne die Augen aufgehen. Der Schriftsteller, und das ist auch in seiner Natur, ist mit seinem ganzen Wesen auf ein Du gerichtet, auf den Menschen, dem er seine Erfahrung vom Menschen zukommen lassen möchte. Oder seiner Erfahrung der Dinge, der Welt und seiner Zeit, ja von all dem auch, aber insbesondere vom Menschen, der er selber oder die anderen sein können und wo er selber und die anderen am meisten Mensch sind. Alle Fühler ausgestreckt, tastet er nach der Gestalt der Welt, nach den Zügen des Menschen in dieser Zeit. Wie wird gefühlt und was gedacht und wie gehandelt. Welche sind die Leidenschaften, die Verkümmerungen, die Hoffnungen? Wenn in meinem Hörspiel der gute Gott von Manhattan alle Fragen auf die nach der Liebe zwischen Mann und Frau und was sie ist, wie sie verläuft und wie wenig oder wie viel sie sein kann hinauslaufen, so könnte man sagen, aber das ist ein Grenzfall, aber das geht zu weit. Nun steckt aber in jedem Fall auch im alltäglichsten von Liebe, der Grenzfall, den wir bei näherem Zusehen erblicken können und vielleicht uns bemühen sollten zu erblicken. Denn bei allem, was wir tun, denken und fühlen, möchten wir manchmal bis zum Äußersten gehen. Der Wunsch wird in uns wach, die Grenzen zu überschreiten, die uns gesetzt sind. Nicht um mich zu widerrufen, sondern um es deutlicher zu ergänzen, möchte ich sagen, es ist auch mir gewiss, dass wir in der Ordnung bleiben müssen, dass es den Austritt aus der Gesellschaft nicht gibt und wir uns einander prüfen müssen. Innerhalb der Grenzen aber haben wir den Blick gerichtet auf das Vollkommene, das Unmögliche, Unerreichbare, sei es der Liebe, der Freiheit oder jeder reinen Größe. Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten, dass wir es erzeugen, dieses Spannungsverhältnis, an dem wir wachsen. Darauf meine ich, kommt es an, dass wir uns orientieren an einem Ziel, das freilich, wenn wir uns nähern, sich noch einmal entfernt. Wie der Schriftsteller die andern zur Wahrheit ermutigen versucht durch Darstellung, so ermutigen ihn die anderen, wenn sie ihm durch Lob und Tadel zu verstehen geben, dass sie die Wahrheit von ihm fordern, und in den Stand kommen wollen, wo ihnen die Augen aufgehen. Die Wahrheit nämlich ist dem Menschen zumutbar. Wer, wenn nicht diejenigen unter Ihnen, die ein schweres Los getroffen hat, könnte besser bezeugen, dass unsere Kraft weiter reicht als unser Unglück, dass man, um vieles beraubt, sich zu erheben weiß, dass man enttäuscht und das heißt ohne Täuschung zu leben vermag. Ich glaube, dass dem Menschen eine Art des Stolzes erlaubt ist, der Stolz dessen, der in der dunkelhaften der Welt nicht aufgibt und nicht aufführt nach dem Rechten zu sehen. Eine festliche Pause zwischen zwei Arbeiten, wie die heutige, ist zugleich eine Bedenkzeit. Sofern sie meine Bedenkzeit ist, erbitte ich Sie für die vielen Fragen, die Sie zu Recht noch stellen könnten, und auf die erst immer neue Arbeiten und Bemühungen versuchen können, antworten zu sein. So komme ich zum Dank für die Ehrung, die Sie mir heute widerfahren lassen. Weil man, wenn man seinen Dank sagt, es nicht nur im Allgemeinen tun mag, will ich ihn richten an jene, die oft meine Arbeit und die so viele Autoren erst ermöglicht oder erleichtert haben durch ihre Großzügigkeit, an die deutschen Rundfunkanstalten, Darüber hinaus an die Hörer, die ich gefunden habe, die Unbekannten, deren Namen ich nicht kenne, vor allem aber an die Kriegsblinden, die mehr noch als alle anderen Gehör schenken dem Wort und die als eine würdige Instanz diesen Preis vergeben. Ich danke Ihnen.